Hi auf bordbio.com. So, es ist ja der 1. Dezember heute und deswegen habe ich hier einen Adventskalender. Ist nicht ein Bottleplot-Adventskalender, der ist für meinen kleinen Sohn und den habe ich vor Jahren mal gekauft. Ich habe keine Ahnung, warum wir den angeschafft haben, vor Jahren schon. Wir wussten wahrscheinlich, dass wir Nachwuchs bekommen. Auf jeden Fall lag der ewig lange im Keller, da wir gestern den Keller entrümpelt haben am 1. Advent, habe ich diesen Kalender rausgeholt und hab gedacht, ich pack den aus und hänge ihn an die Wand, aber weit gefehlt, ich muss das ganze Ding zusammenbasteln. Und zwar das jetzt, bevor mein Kleiner aus dem Kindergarten zurückkommt, denn dann wird er das erste Türchen aufmachen. Also 1000 Einzelteile, 24 kleine Kästchen muss ich machen und so weiter. Das habe ich nicht gewusst, das habe ich mir anders vorgestellt. Aber das sind nun mal meine Pflichten als Mutter, die ich sehr ernst nehme. Und deswegen steht das auch auf meinem Tagesplan als Punkt, sozusagen ganz, ganz oben, Punkt Nummer 1, Kalender basteln. Das machen wir gleich. So, außerdem wollte ich euch noch erzählen, wie es am Donnerstag bei den Bobs Blog Awards in Berlin war. Denn ich bin ja extra angereist, ich bin da hingefahren, um die anderen Blogger kennenzulernen, um so ein bisschen mit denen da zu feiern. Und ja, also ich bin angekommen im Museum für Kommunikation in Berlin-Mitte und das Gebäude an sich von innen war schon richtig toll angestrahlt, so mit blauen Scheinwerfern und all so ein Kram. Und ganz, ganz viele Leute von der Deutschen Welle waren da. Ja, und dann ging das los, es wurde moderiert und dann kam die Zeremonie sozusagen, die ganzen Gewinner wurden verkündet und ich habe auch mal eine Liste mit den ganzen Gewinnern unten unter dieses Video gepackt. Das heißt, ihr müsst jetzt einmal, wenn ihr vorne auf der ersten Seite guckt, auf More News oder More Videos klicken und dann kommt ihr zu der Seite, wo ich dann unter das Video, unter das News-Video sozusagen nochmal Links packe. Und da tue ich euch diesen Link hin, dann könnt ihr gucken, wer in welcher Kategorie gewonnen hat. In der Kategorie Best Video Blog, in der Bottleplot ja auch nominiert war, hat gewonnen Voices of Africa. Ein richtig cooler Blog. Guckt euch das unbedingt mal an. Also es ist ein wirklich, wirklich super, ein super Blog, der da gewonnen hat. Außerdem war ja die Deutsche Welle bei mir zu Hause und hat mir beim Bloggen so ein bisschen über die Schulter geschaut. Und da gibt es auch einen Bericht, einen kleinen Fernsehbericht, der auch ausgestrahlt wurde. Und ich habe den Link jetzt schon mehrfach zugeschickt gekriegt. Es gibt nämlich jetzt auch online. Und diesen Link tue ich euch auch nochmal darunter. Dann könnt ihr euch das auch angucken. Ist ganz cool geworden. Ja. So, also. Dann war diese Zeremonie vorbei und danach gab es dann noch ordentlich was zu trinken und es gab super Musik von einem DJ, der dort aufgelegt hat. Ganz, ganz, ganz viele Blogger waren da. Es sind Leute aus Berlin gekommen. Wir haben uns dann da getroffen, haben ein bisschen gequatscht und nee, wir hatten eine richtig gute Zeit, sind danach noch ein bisschen durch Berlin gezogen, haben Berlin unsicher gemacht und danach, am nächsten Morgen, war sogar noch ein bisschen Zeit für mich shoppen zu gehen. Also, all in all, ein super Blog Award rundum. Und ja, das war Berlin, das waren die Bobs. Und jetzt, meine lieben Weinfreunde, werde ich mich an die Arbeit machen und den Adventskalender zusammenbasteln. Denn ich habe nicht mehr viel Zeit. Nein, ich muss nämlich mich echt beeilen und es sieht nach sehr viel Arbeit aus. So, und das war's von meiner Seite aus. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.